Hallihallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Fire Emblem. Und diese Folge wollen wir weitermachen. Ja, das wäre gut. Und drücken wir mal hier drauf. Wir setzen. Gute Arbeit, Mark. Lass uns nach Hause gehen. Ich habe gemerkt, ich habe mir gerade die Folge nochmal angeguckt. Und da hat die Stimme scheiße gemacht, wie ich finde. Guten Morgen, Mark. Bist du schon wach? Der gestrige Kampf hat dich sicher viel Kraft gekostet. Sag, Mark, ich wollte mit dir etwas besprechen. In der Kunst des Krieges bist du nicht unbedarft. Das habe ich gleich erkannt. Möchtest du mir erlauben, an deiner Seite zu reisen? Wie, du möchtest, dass ich die Erlaubnis meiner Eltern einhole? Meine Mutter und mein Vater starben vor 6 Monaten. Stamm, der Lokal, sie, nur wenige sind noch übrig. Banditen griffen an und sie töten so viele Leute. Der Stamm wurde in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Mein Vater war unser Oberhaupt. Ich wollte mein Volk beschützen. Aber ich bin so jung und unsere Leute sind sehr traditionell bewusst. Sie würden niemals einer Frau folgen. Niemand würde mir folgen. Ach, es tut mir leid. Ich war so lange allein. Nein, es reicht. Keine Tränen mehr. Ich danke dir. Es geht mir schon viel besser. Mark, ich will. Ich muss stärker werden, um den Tod meiner Eltern zu rächen. Der Kampf gestern hat mir die Augen geöffnet. Wenn ich hier alleine bleibe, kann ich niemals stärker werden. Mark, sag mir, dass du mich trainieren wirst. Dass du mich mit dir ziehen lässt. Du erlaubst es mir? Das ist wundervoll. Und vielen Dank. Wenn wir zusammenarbeiten, wird uns vieles leichter fallen. Du wirst mein Meisterstratege sein. Und ich dein unvergleichliche Kriegerin. Wir werden es schaffen, nicht wahr? Zieh mit Lynn in die Welt, Mark. Steh ihr zur Seite und meistere die Kunst des Krieges. Erfülle die Aufgaben, welche dir in jedem Kapitel gestellt werden und hilfe Lynn auf ihrer Mission. Schalte das Instruktionsfenster durch Drücken von Select ein oder aus. Das war nochmal Select. Naja. So, jetzt haben wir das geschafft. Und speichern mal. Mark. Stratege in der Ausbildung und die junge Schwertkämpferin. Achso, das ist auch oh. Ein merkwürdiges Paar auf einer nach merkwürdigen Reise. Um sich auf der bevorstehenden Reise vorzubereiten, gehen sie nach Bulgar, dem Handelszentrum von Satsar. Noch weiß Lynn nicht, dass sich ihr Leben bald für immer verändern wird. Kapitel 1: Spuren des Schicksals. Mark, sieh doch! Das ist Bulgar, die größte Stadt in ganz Satsar. Hier sollten wir Vorräte für unsere Reise besorgen. Oh, halt still, mein Herz. Ein strahlendes Bildnis unverfälschter Schönheit. Wartet, oh unbekannte Schöne. Möchtet ihr mich nicht mit dem zarten Klang eures Namens beglücken oder besser noch mit eurer Gesellschaft? Wow, woher mögt ihr kommen, edler Ritter, dass ihr das Wort sucht? Freigiebig, ja. Hä? Ich fürchte, ihr würdet diese Frage niemals stellen. Ich komme aus Lycia. Meine Wurzeln liegen im Kanton Kaelion, der Heimat von Männern, in deren Herzen stets das Feuer der Leidenschaft lodert. Ist es nicht eher die Heimat von unreifen Lümmeln mit losen Zungen, hinter deren Ohren der Grünspan hervorlugt? Oh, selbst wenn ihr grausam seid,
umgibt euch stets Lieblichkeit. Lass uns gehen, Mark. Ich habe nichts mehr zu sagen. So, wartet doch, bitte. Zane, vorlaut wie immer. Ah, Cat, mein lustiger Geselle. Warum solche strenge Blicke? Welche strenge Blicke? Ah. Wären deine Absichten von ernster Natur, wäre ein Blick von solcher Strenge nicht vonnöten. Es gilt noch eine Mission zu erfüllen, Zane. Das weiß ich wohl. Aber wie könnte ich schweigen verharren, wenn solche makellose Schönheit meine Gegenwart teilt? Dies wäre doch im höchsten Maße unhöflich. Was weißt du denn von Höflichkeit? Verzeiht, ihr blockiert die Straße. Wärt ihr wohl so freundlich, eure Rösser zu bewegen? Aber natürlich, bitte entschuldigt. Vielen Dank. Zumindest ihr scheint ehrenhaft zu sein. Verzeiht, aber kann es sein, dass sich unsere Wege bereits einmal gekreuzten? Wie bitte? Hey, das ist unfair, Kent. Ich habe sie zuerst gesehen. Es scheint, als stünden keine Männer von Anstand in Reihe von Lucias Rittern. Lass uns gehen, Mark. Meine Geduld geht zu Ende. Wartet bitte. Es ist nicht, wie ihr glaubt. Zane, du Flegel. Wie, nicht? Wie wir? Aber ich dachte, du wolltest... Ich bin nicht du! Komm, wir müssen ihr folgen. Ich argwöhne. Sie könnte... Wie, was? Sie ist unsere Mission? Du beliebst zu scherzen. Warte! Oh mein Gott, was ist das für ein... Weiß nicht, was ist das? Lauf, wir werden verfolgt. Nee, lauf, wir werden verfolgt. Ob es diese Ritter aus der Stadt sind? Nein, sie sind es nicht. Diese Männer dürsten es nach Blut. Hey, was für ein hübsches Kind. Dein Name ist Lunnet. Habe ich recht? Wie nanntest du mich? Wer bist du? Welch eine Verschwendung. Eine absolute Verschwendung. Was ich doch für Gold alles tue. Aber was soll's. Deine Zeit ist gekommen, mein Herzchen. Zeigt euch, Jungs. So. Oh nein. Das sind zu viele für mich. Aber kampflos werde ich nicht untergehen. Hey. Es ist ja... Wie? Was... Puh. Endlich haben wir sie eingeholt. Halt! Ihr da! Was ist euer Begehr? Soll eine Anzahl gegen ein einzelnes Mädchen? Feiglinge seid ihr. Jeder einzelne von euch. Ihr seid von... Lasst uns diese zu einem späteren Zeitpunkt erörtern. Es scheint, als wollten euch diese Raufbolde nichts Gutes. Sie schreien nach Kampf. Dann müssen sie sich mit mir stellen. Bleibt zurück. Ich werde dies für euch erledigen. Nein, das ist mein Kampf. Steht mir nicht im Weg. Nun, ich kann nicht einfach nur zusehen. Ich weiß das Rätsel der Lösung. Ihr da, kommandiert uns. Ich bin Kent, ein Ritter aus Lucia. Mein Gefährte ist Zane. In dieser Schlacht befolgen wir eure Befehle. Ist das auch für euch an... Nehmbar, Milady. Ja, das ist es. Mark und ich führen euch an. Vorwärts. Ihr, Mann, nennt euch Mark. Ich möchte mein wildes Ross beeindrucken. Schickt mich zuerst in den Kampf. Blaue Einheiten sind Verbündete. Lenkt sie über das Feld, wie du es zuvor mit Lynn getan hast. Doch sei gewarnt. Wird Lynn besiegt, seine Reise zu Ende, ebenso wie dein Spiel. Sollte andere blaue Einheiten besiegt werden, geht das Spiel weiter. Doch gefallene Kameraden können für den Rest des Tutorials nicht mehr am Kampf teilnehmen. Bedachtsamkeit und Urteilsvermögen sind gefragt. Nachdem alle blauen Einheiten bewegt worden sind, beginnt automatisch der Zug des Gegners.
um zu beginnen, wie The Saint, platziere den Cursor auf seinem und drücke dann was platziere den Cursor auf Saint und drücke dann den A-Knopf. So. Die Zeit ist vorbei, wir haben nicht mal wieder viel geschafft, das war einfach nur Quatscherei. Und deshalb sage ich mal, das war's schon wieder für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaut das nächste Mal wieder vorbei. Ciao, wenn wir die Schlacht, naja, die erste kleine Schlacht beenden. Ciao.